Wie ich dann hergekommen bin und mit den ersten Leuten geredet habe, habe ich halt gleich gemerkt, dass es ein sehr angenehmes Klima ist und der Bewerbungsablauf ist reibungslos dahingegangen und war echt super für mich. Das Bewerbungsgespräch war sehr locker, sehr lustig, ja, einfach sofort ein gutes Gefühl gehabt. Bin dann auch ein bisschen im Mailverkehr gewesen mit der kaufmännischen Leitung und habe dann auch die Info gekriegt, dass ich anfangen kann. Und habe mich auch sehr gefreut drüber. Es war von Anfang an ein sehr offenes Gespräch. Ich habe wirklich aus mir rausreden können. Und durch das sind wir ziemlich schnell auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Und dann habe ich schon da angefangen zum Arbeiten. Über die Sperro Group kann man sich in den sozialen Medien und auf der Webseite informieren. Ich würde sagen, man sollte einfach so sein, wie man ist. Das ist bei uns schon ziemlich wichtig, muss ich sagen. Weil wir eben so ein gutes Team sind, legen wir halt auch viel Wert drauf, dass der Charakter auch einfach dazu passt. Es ist natürlich jeder anders und jeder hat seine Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen soll es einfach passen. Man muss absolut nicht eingeschüchtert sein und diese Angst wird einem in kürzester Zeit genommen, wenn man da reinkommt. Was ist da wichtig aus meiner Sicht? Anstand und Ehrlichkeit, das würde ich mal sagen. Man darf auch da lernen, gell? Das ist ja ganz wichtig. Also da wird man nicht gleich nach dem dritten Tag gleich auf einmal bemessen durch sein Wissen und Können. Nein, das darf ja ruhig wachsen. Und das ist ja die Stärke von da herinnen, dass ja jeder eigentlich wächst, jeden Tag. Ich glaube, dass die Sperro Group generell technisch versierte Menschen sucht, weil das Hauptthema von der Firma ist. Dadurch, dass wir eine Gruppe sind, suchen wir natürlich sehr breit gefächert. Was jetzt immer mal im Raum gestanden ist, war Architekt, Zeichner, Bauleiter. Was natürlich auch immer wieder ein Thema ist, sind die kaufmännischen Berufe, Buchhaltung etc., weil es eben so breit gefächert ist und weil wir immer mehr Firmen werden. Lehrlinge können sich bei uns für die verschiedensten Berufe bewerben, sei es im handwerklichen Bereich auf der Baustelle, als zum Beispiel als Trockenbauer, oder im Büro als Bürokaufmann oder Bürokauffrau, oder auch im technischen Bereich als bautechnischer Zeichner oder bautechnischer Assistent. Man kann von einem fremden Beruf genauso kommen. Ich habe Maler gelernt zum Beispiel, aber das weißt du ja nicht. Nein, das ist einfach der Wille. Wir suchen motivierte, offene und verlässliche Menschen bei uns im Unternehmen.